So, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mich heute noch mal mit allen Bundesländern zur aktuellen Corona-Entwicklung in Deutschland ausgetauscht. Und die Tatsache, dass in den letzten Tagen die Fallzahlen etwas höher waren, als wir das in den letzten Wochen gewohnt waren, gibt schon Anlass zur Sorge. Auch das Robert-Koch-Institut hat ja am Freitag bereits zum Ausdruck gebracht, dass sie besorgt sind über die Entwicklung der Corona-Zahlen in Deutschland. Dabei gibt es zwei Phänomene, die wir momentan sehen. Das eine begleitet uns jetzt schon eine ganze Zeit. Das sind die Ausbrüche zum Beispiel in der fleischverarbeitenden Industrie, aber auch in Gemeinschaftsunterkünften oder eben bei Saisonarbeitern. Da haben wir eine sehr umfassende Teststrategie entwickelt, die jetzt von den Ländern auch überall umgesetzt wird. Deshalb finden wir jetzt auch sehr viele dieser Ausbrüche. Und es gilt natürlich der eindrückliche Appell auch an die Unternehmen in Deutschland, dass sie entsprechende Hygienekonzepte umsetzen, damit solche Probleme nach Möglichkeit nicht auftauchen. Das andere Phänomen, was wir aber auch in den letzten Tagen feststellen, was uns auch Anlass zur Sorge gegeben hat, ist die Tatsache, dass wir sehr viel in den Regionen kleinere, unterschiedliche Ausbrüche wahrnehmen, die im familiären Umfeld entstehen, die aufgrund von Freizeitaktivitäten geschehen oder die auch auf Reiserückkehrer zurückgehen. Und deshalb will ich das zum Anlass nehmen, auch nochmal sehr deutlich zu sagen, dass diejenigen, die sich im Freizeitverhalten oder eben auf Reisen nicht an die allgemeinen Kontakt- und Abstandsregeln halten, nicht nur ein Risiko für sich selber bedeuten, sondern es geht eben nicht nur um das individuelle Erkrankungsrisiko, sondern es geht auch um das Verbreitungsrisiko des Virus. Und deshalb richtet sich ein solches Verhalten gegen das Gemeinwohl. Und deshalb ist der deutliche Appell, dass sich alle auch weiter, auch jetzt, wo wir schon ein halbes Jahr in Deutschland mit Corona leben müssen, an die wesentlichen Grundregeln halten, die die Verbreitung des Coronavirus eindämmen. Das sind das Abstandhalten von 1,5 Metern. Dazu gehört auch die Einhaltung von Hygieneregeln, wie zum Beispiel das regelmäßige Händewaschen. Dazu gehört bei Veranstaltungen in Innenräumen, wenn sich dort mehrere Menschen aufhalten, natürlich auch das regelmäßige Lüften. Und dazu gehört, da wo es geboten ist, das geeignete Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Ein weiteres Thema dieser Tage ist der Umgang mit Reiserückkehrern. Da will ich noch mal sehr eindrücklich die aktuelle Rechts- und Gesetzeslage deutlich machen. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht eine Liste von Risikogebieten. Wer aus einem solchen Gebiet zurückkehrt, ist dazu verpflichtet, sich in Quarantäne zu begeben. Das regeln die jeweiligen einzelnen Landesregelungen. Und eine solche Quarantäne kann nur dann aufgehoben werden, wenn man sich freiwillig einem Test unterzieht und der negativ ist. Und es ist sehr wichtig, dass alle, die da betroffen sind, auch wirklich diese Quarantäneregeln konsequent einhalten. Hinzu kommt, dass die Gesundheitsminister ja auch beschlossen haben, dass es darüber hinaus eine Möglichkeit geben soll für freiwillige Tests auch für andere Urlauber. Und wo immer man in einem Urlaubsgebiet ist mit überdurchschnittlichen, im deutschen Vergleich überdurchschnittlichen Corona-Infektionen oder wenn das durch das Verhalten gerechtfertigt ist, ist auch da die Bitte, dass Urlaubsrückkehrer von der Möglichkeit der freiwilligen Testung Gebrauch machen, damit wir die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland, die durch Reiserückkehrer entsteht, möglichst gering halten können. Im Hinblick auf die Rückreisenden aus Risikogebieten gibt es dieser Tage ja auch die Diskussion über die Frage, ob man nicht auch hier verbindliche Tests anordnen kann. Darüber bin ich mit dem Bundesgesundheitsminister heute im Gespräch gewesen und auch die Gesundheitsminister der Länder werden mit ihm darüber heute noch mal sprechen. Auch das war heute zwischen Bund und Ländern ein Thema. Aber da bitte ich Sie im Sinne, dass wir da eine vernünftige Regelung treffen, noch mal ein bisschen Geduld. Ja, neben den allgemeinen Hygieneregeln, den Regeln für Reiserückkehrer, gibt es ein drittes Thema, was für die Pandemiebekämpfung wichtig ist. Und das ist die Nutzung unserer Corona-Warn-App. Sie funktioniert gut und
die technischen Probleme, die wir in den letzten Tagen hatten, sind behoben. Und wenn neue auftreten, werden wir sie auch jederzeit sehr schnell beheben. Sie ist aber eben gerade bei den Infektionen, die ich eben angesprochen habe, ein ganz wichtiges Mittel. Sie ist nämlich geeignet dazu, gerade diese kleinen, im familiären Umfeld auftretenden Infektionen bei der Kontaktnachverfolgung zu unterstützen und eben dafür zu sorgen, dass mögliche Kontakte sehr schnell gewarnt werden. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn noch sehr viel mehr Bürger die Corona-Warn-App nutzen, denn jeder weitere, der hinzukommt, macht unseren Erfolg größer bei der Bekämpfung der Pandemie. Ja, das sind die drei Dinge, die ich heute loswerden wollte, ein halbes Jahr nach dem Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland. Wir sind bisher gut durch die Krise gekommen, aber es kommt jetzt ganz entscheidend darauf an, wenn wir auch im Herbst und Winter gut durch die Krise kommen wollen, dass wir jetzt handeln. Wir müssen daran arbeiten, dass die Infektionszahlen wieder sinken. Und sie sollten am Ende des Sommers auf einem möglichst niedrigen Stand sein. Denn nach allem, was wir bisher wissen, fällt es uns im Sommer leichter, die Zahlen niedrig zu halten als im Herbst und Winter. Darauf hat die WHO heute nochmal hingewiesen. Und deshalb ist es jetzt unsere Aufgabe, den Raum dafür zu schaffen, dass die wichtigen Ziele, die wir haben, nämlich dass auch im Herbst und Winter die deutsche Wirtschaft sich weiter erholen kann, dass es verlässliche Schulangebote gibt, dass wir die sozialen Lagen in Deutschland weiter verbessern. Das gelingt uns, wenn wir mit niedrigen Infektionszahlen aus dem Sommer in den Herbst starten. Und deshalb ist meine dringliche Bitte, dass alle das bei ihrem Verhalten in den kommenden Wochen im Sommer, bei den Freizeitaktivitäten und bei ihrer Rückkehr aus den Reisen entsprechend berücksichtigen. Wir haben jetzt Zeit für vier Fragen. Wir haben gesagt, dass noch ein bisschen Geduld, bitte noch ein bisschen Geduld, was die möglichen Pflichttests angeht. Können Sie vielleicht einen Rahmen geben, wann man da mit einem Ergebnis rechnen könnte? Und wären dann nicht nur Flughäfen betroffen, sondern würde das dann auch an Bahnhöfen oder an anderen Stellen gelten? Also wir müssen ja Corona sozusagen so ernst nehmen, wie es als Virus ist. Und das macht sich nicht am Einreiseweg fest, wie wir nach Deutschland kommen, sondern da stellt sich die Frage, wo kommt man her? Und deshalb, egal auf welchem Weg man aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückkommt, gilt diese Quarantänepflicht, die man durch einen freiwilligen Test auch unterbrechen kann oder beenden kann, wenn er denn dann negativ ist. Das ist der Status quo. Und die Gesundheitsminister werden ja schon heute darüber reden, ob in solchen Fällen auch verpflichtende Tests angeordnet werden können. Herr Schwenk-Aldi. Herr Braun, zum gleichen Thema. Was sind denn, vielleicht können Sie es kurz umreißen, die rechtlichen Probleme, wenn es um einen verbindlichen Test für Reiserückkehrer geht? Und wenn dazu zum Beispiel eine Gesetzesänderung notwendig würde, dann bräuchte man ja eine Sondersitzung des Bundestages. Wird darüber schon nachgedacht? Nein, also so weit würde ich jetzt mit den Spekulationen nicht gehen. Das Infektionsschutzgesetz gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Es muss natürlich die Verhältnismäßigkeit einer Maßnahme immer gut begründet sein. Und eine zweite Frage ist immer auch die Frage der Kostentragung, die ja auch intensiv diskutiert wird. Und da habe ich großes Vertrauen, dass die Gesundheitsminister das gut abwägen und uns dann einen guten Vorschlag dafür machen. Ich schließe mich da nochmal an, weil auch Herr Söder das forderte, die Forderung nach kostenlosen und verpflichtenden Tests im Rahmen eben einer bundesweiten Rechtsgrundlage über das Infektionsschutzgesetz. Das heißt, das ist ein gangbarer Weg, der möglich ist, muss noch geschaut werden, wie da man die Tests vorgeht. Ja, also heute hat man auch gesehen, dass es bei den Ländern eine große Bereitschaft gibt, solche verpflichtenden Tests näher zu treten. Und die Frage, wie man sowas ausgestalten kann, muss jetzt genau geprüft werden. Ich glaube, dass wir da relativ schnell zu einer Lösung kommen. Die letzte Frage geht an Arne Delfs-Grüne. Herr Braun, sehen Sie denn durch das jetzige Infektionsgeschehen, also jetzt im Sommer, die Gefahr für eine zweite Welle im Herbst und Winter? Ist sie größer geworden? Und dann nochmal die Frage zu den Zwangstests. Besteht da nicht eine gewisse Dringlichkeit, also auch eine zeitliche Dringlichkeit, dass man jetzt schnell im Grunde eine Entscheidung fällt darüber,
Ich schätze mal, je länger man jetzt wartet, desto stärker steigen ja wahrscheinlich die Zahlen jetzt auch an. Ja, also natürlich wollen wir jetzt, was die Tests angeht, eine schnelle Lösung haben. Die muss aber trotzdem solide sein. Und wir haben, aber es ist nicht so, dass es bisher keine Lösung gibt, sondern die bisherige Lösung lautet ja eine Quarantäne für alle Rückkehrer aus den Risikogebieten. Also wir stehen nicht in einer Situation, wo wir gar keine Antwort hätten, sondern die Quarantäne ist ja auch eine sehr, sehr wirksame Maßnahme, die da momentan im Raum steht. Die Frage, ob wir vor einer zweiten Welle stehen, jetzt oder im Herbst, die kann man natürlich solide nicht beantworten. Aber ich glaube, was man sehr klar sehen kann, ist, dass wenn wir jetzt im Sommer aufgrund unseres Freizeit- und Reiseverhaltens zu einem höheren Grundlevel an Infektionen kommen oder gar zu einer Steigerung der Infektionszahlen, dann wird es uns im Herbst umso schwieriger fallen, die Situation im Griff zu behalten. Und deshalb glaube ich, ist es jetzt gar nicht hilfreich, darüber zu spekulieren, wie sieht der Anfang einer zweiten Welle aus, sondern die Frage ist, wie wollen wir unsere Chancen, gut durch die Pandemie zu kommen, mehren? Und wenn wir sie mehren wollen, dann ist einfach die Aufgabe, dass wir am Ende dieser Sommerzeit möglichst einen Tiefststand an Infektionen haben. Und das heißt, von dem, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, mit zum Teil über 800 Fällen am Tag, müssen wir wieder in eine Situation kommen, wo wir deutlich unter 500 liegen. Dann haben wir, glaube ich, gute Ausgangsvoraussetzungen, um die Pandemie auch im Herbst zu beherrschen. Vielen Dank. Ja, danke schön. Und noch einen schönen Tag.